Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier auf der ILA und ich bin hier mit Daniel Metzler, dem CEO von ESA Aerospace. Und ich fange vielleicht direkt mal an. Heute großer Besuch hier auf der ILA. Der Kanzler war da und ich habe ganz schön gestaunt. Er hat euch namentlich erwähnt, er hat im Prinzip den Micro-Launcher in den deutschen Raketen-Startups viel Erfolg gewünscht. Und es zeigt so ein bisschen auch, dass es in der Politik angekommen ist und auch, dass es da auch jetzt richtig heiß wird, oder? Ja, also auf jeden Fall, das Thema ist in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ich glaube mittlerweile nur noch stiefmütterlich, ohne das sehr. Zeigt aber auf jeden Fall den richtigen Push in die richtige Richtung. Wir haben auch im letzten Jahr einiges an Zeit im Kanzleramt verbracht, um da auch wirklich einfach mal klarzumachen, dass es nicht nur Spaß ist, was wir hier machen, sondern da auch eine riesen ökonomische Opportunity für Deutschland und auch für Europa insgesamt. Und entsprechend ist es schön natürlich zu sehen, dass der Kanzler sich da Zeit nimmt, auf der Space Stage da durchzugehen und dann sich auch die Zeit nehmen, mit Fionn und wir uns zu sprechen. Und vielleicht Update, ist es jetzt so, verdammt schon, ja, her, das war ich, weil ich muss mal wieder zu euch kommen. Wo steht ihr gerade? Gibt es Stufentests irgendwie in greifbarer Nähe? Wo ist die Produktion? Was ist gerade heiß bei euch? Wir sind wirklich auf dem Last Stretch, also auf der Last Mile in Richtung First Flight. Wir warten jetzt auch auf die letzten Genehmigungen, dass wir die letzten Tests fahren können. Und dann geht es auch schon in Richtung ersten Start. Also hoffentlich nicht mehr lange. Und dann können wir das erste Mal wirklich das Gesamtsystem Rakete in sich selbst testen. Und es gibt ja viele Systeme, die kann man zwar simulieren, manche kann man auch einfach nicht testen, außer im ersten Flug. Und insofern freuen wir uns da schon sehr. Ist natürlich ein sicherlich auch angespannter Moment. Und gleichzeitig haben wir auch schon Vehikel Nummer 2 und auch 3 damals in Produktion, die gleich dann hinterherkommen. Und da sind wir beim Thema Produktion. Das war nämlich in der Presse, dass ihr im Prinzip endlich einen Standort gefunden habt, um auch zu skalieren und zu sagen, hier, wir wollen bam, bam, bam Raketen produzieren. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Also, ich muss sagen, ich war selbst unglaublich überrascht, wie schwierig es ist, einen Standort zu finden, mit der Ambition, erstens Arbeitsplätze zu schaffen und zweitens Geld investieren zu wollen in Deutschland. Und das war mir gar nicht bewusst, aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es uns vielleicht noch so ein bisschen zu gut in Deutschland, ehrlich gesagt, dass wir uns so ein bisschen auf den Lorbeeren der Automotive-Industrie ausruhen. Und gleichzeitig, wie gesagt, glaube ich, dass die Raumfahrtindustrie eine Riesenchance wirtschaftlich für Deutschland ist. Wir haben mit vielen Standorten gesprochen, natürlich auch mit einer strammen Zeitleiste. Ich möchte nicht erst ein Gebäude in 6 Jahren stehen haben, sondern am besten schon nächstes Jahr anfangen einzuziehen und auch dort zu produzieren. Und entsprechend haben wir uns Dutzende Standorte insgesamt angesehen, haben uns jetzt für Vaterstetten bei München entschieden und werden da auch wirklich auf 40.000 Quadratmeter eine, ja, ich würde sagen, die modernste Raketenfabrik der Welt bauen. Geil. Und das heißt, ich meine, eure Produktion habe ich gesehen. Das heißt, ihr wisst im Prinzip, wie ihr die Raketen baut und ihr habt euch überlegt, wie können wir das effizient in der Linie machen. Und da werden wir die Automotive-Industrie, also im Prinzip ja, Fließbandfertigung oder beziehungsweise Linienfertigung von Raketen. Das ist so ist es. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen der Ansatz, den wir als ja, vermutlich einer von ganz wenigen nur gewählt haben, dass wir von Anfang an schon über die gesamte Industrialisierung der Trägerrakete nachgedacht haben. Am Ende des Tages kannst du die Rakete entwickeln und ein- oder zweimal bauen in, ich sag mal, mehr oder weniger klassischen Prozessen. Wenn du sie nachher aber skalieren möchtest, musst du zwingend die Designs ändern, damit du sie automatisieren kannst. Und durch diese Designänderung musst du eine komplette Requalifizierung machen. Also de facto musst du eigentlich die Rakete zweimal entwickeln, was teuer ist und lange dauert. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir gehen den schwereren Weg, auch den, der vielleicht sogar ein bisschen länger dauert. Dafür haben wir von Anfang an Systeme und Designs so entwickelt, dass wir sie gleich automatisieren können. Und jetzt mit dem Schritt auf die nächste Produktionshalle wird das so sein, dass wir einfach unsere existierenden Prozesse einfach hochskalieren. Ja. Und im Prinzip anstatt 6 3D-Drucker, 7 mittlerweile, haben wir dann 15 oder 20 3D-Drucker und können das Ganze skalieren, ohne dass wir jetzt große Designänderungen machen müssen, um überhaupt die Mass Manufacturability hinzubekommen. Ich freue mich total, dass du als CEO mit mir sprichst. Als CEO auf so einer Messe hast du natürlich die Funktion, mit Kunden zu sprechen, potenziellen Kunden und so weiter. Gibt es da irgendwas, was du staten kannst, wo alle schon wissen, dass es eure Rakete können wird, wo ihr richtig lag, wo ihr vielleicht richtig antizipiert habt, da geht der Markt hin und das werdet ihr bedienen? Ja, also am Ende des Tages, glaube ich, haben wir die Größe der Rakete sehr, sehr gut getroffen. Als wir 2018 gestartet haben, als Spin-off von der TU München, war der Durchschnitts-Client-Satellit ein 3-Unit-CubeSat. Und da haben wir schon gedacht, wenn man ein 3-Unit-CubeSat entwickeln kann, dann werden die Leute und Firmen auch relativ schnell zu dem Schluss kommen,
hey, ob ich jetzt ein 3-Unit- oder ein 6-Unit-CubeSat mache und dadurch aber wiederum eine größere Linse draufpacken kann für meine Kamera, eine längere Lifetime haben kann, ist relativ wenig Änderung eigentlich. Mhm. So, und da ging es von 3-Unit zu 6-Unit zu 12-Unit und 16-Unit zu Microsatellites. Mhm. Und mittlerweile ist der durchschnittliche Kleinsatellit, den wir sehen, eher so bei 150, 200 Kilogramm, was uns super in die Hände spielt. Gleichzeitig werden die ganz großen Satelliten kleiner. Das heißt, das kommt sehr schön auf die 1-Tonnen-Nutzlastklasse runter. Und da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf, dass wir das von 2018 an eigentlich schon relativ gut gesehen, man kann im Zweifelsfall auch sagen, spekuliert haben. Einfach weil wir gesehen haben, in den letzten Jahren hat sich der Markt so ein bisschen dahin entwickelt. Mhm. Und das ergeben jetzt auch natürlich die Kundengespräche, die wir sowohl hier auf der ILA haben, als auch über die letzten Jahre. Und wir sehen jetzt Kunden, die mit uns sprechen wollen über Missionen in 2032, weil sie Angst haben, in 2032 keinen Startplatz mehr zu bekommen, weil einfach die Kapazität aufgekauft wird. Man will natürlich, je nachdem, was man mit seinem Satellit macht, genau das haben, dass man dann den Launch hat, der genau in den Orbit zu der Zeit geht. Und da seid ihr sehr gut aufgestellt. Ich habe vorhin mit Hans Königsmann von SpaceX oder ex-SpaceX gesprochen, weil wir morgen wahrscheinlich einen Starship-Start haben. Verfolgt ihr das eigentlich oder ist das so ein, weiß ich, ein Event bei euch? Und wie denkst du davon? Absolut. Also allergrößte Hochachtung von was SpaceX auch aufgebaut hat. Und das sieht man natürlich auch. Oftmals dauert es anfangs seine Zeit, bis man auch wirklich an den Punkt kommt, wo dann die exponentielle Kurve wirklich Fahrt aufnimmt. Mhm. Und das ist jetzt auch der Zeitpunkt, den wir bei SpaceX sehen. Allein wenn man sich mal auch einen Umsatz von SpaceX anschaut, der verdoppelt sich gerade jedes Jahr. Und da haben sie lange gebraucht, auch bis sie da waren, haben aber grundsätzlich mit der richtigen Philosophie begonnen. Und insofern ist das natürlich auch etwas, was unsere Ingenieure genauso wie ich auch immer mit Freude verfolgen. Ich bin selber ein Riesenfan auch von Starship, einfach weil ich der Meinung bin, am Ende des Tages müssen wir größer denken. Mhm. Und da glaube ich, wird einfach nochmal eine ganz neue Kategorie an Markt wiederum entstehen, der völlig unterschiedlich ist auch zu dem Markt, den wir mit unserer Spektrum-Rakete bedienen. Das heißt, wir kommen uns auch, ich sage mal, gar nicht in die Quere. Aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, dass wir was alle gemeinsam was Gutes für die Menschheit auf der Erde tun müssen. Und alles, was darauf einzahlt, ist gut. Das ist ein mega gutes Stichwort. Da will ich gar nicht weiter noch nachhängen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich drücke euch die Daumen. Ich freue mich, dass es bei euch vorwärts geht. Ich freue mich, dass ihr einen Standort gefunden habt. Und auch dieses Fertigungsthema ist einfach, als Ingenieur macht es so viel Freude. Also es ist ja, dass du sehen kannst, dass du halt auch ein geiles Produkt auch dann nochmal gut fertigen kannst. Und da absolut. Ich für euch. Und man muss jetzt ehrlich sagen, das ist etwas, worin wir in Deutschland richtig gut sind. Ja. In Manufacturing sind wir richtig gut. Lass uns das mal nutzen, um wirklich so einen neuen Standbein an der Industrie aufzubauen. Ja. Das ist eine Riesenchance und die wollen wir nutzen. Da hoffe ich, dass ihr die Speerspitze, dass ihr da das durchbricht und dann hoffe ich, dass ihr mich einladet, sobald dann was zu sehen gibt mit eurer Fertigung. Absolut. Danke dir, Daniel. Cool, danke dir.